Pauli, ein Stadtteil im Wandel. Für viele ist der Kiez alles, was sie von diesem Stadtteil kennen. Aber auch hier wohnen Menschen. Und sie fühlen sich bedroht. Hallo, hallo, ich will nicht hören, sondern nur fragen. Wo ist hier der Boss? Investoren spekulieren mit Grundstücken, teuren Sanierungen und Neubauten. Die Mieten werden in die Höhe getrieben. Mietwohnungen in Eigentum gewandelt. Viele Alt-St. Paulianer fürchten nun, aus ihrem Viertel verdrängt zu werden. Im Bezirksamt Hamburg-Mitte treffen sich die besorgten Anwohner mit Abgeordneten der Hamburger Bürgerschaft, die eigene Pläne zur Bewahrung des Stadtteils vorstellen. Das heißt, das Ziel ist, möglichst große Teile von St. Pauli unter den Schutz dieser sozialen Erhaltungsverordnung zu stellen. Doch es bleiben Zweifel. Sagen Sie bitte, Sie können als Politiker nichts mehr dagegen machen, es läuft so. Sagen Sie es jetzt hier bitte. In manch einem werden Erinnerungen an die Hafenstraße geweckt. Damals waren die Häuser in der Hafenstraße noch zum Abriss vorgesehen. Als dann die Hafenstraße legalisiert wurde, da sind natürlich die Investoren reingeflogen hier. Es wird hier in den letzten 2-3 Jahren mehr abgerissen, als die ganze Bausubstanz der Hafenstraße ausmacht. Dagegen wehren wir uns. Also das, was St. Pauli halt ausmacht, ist genau das, dass hier alle möglichen Menschengruppierungen, Freigeister irgendwie die Möglichkeit haben, hier ihren Wohnraum und ihren Entfaltungsraum zu finden. Und das sieht man eben daran einfach irgendwie alleine, was die Kunstszene hier betrifft, was die Musikszene betrifft, wie ein friedliches Miteinander trotz dieser Touristenmeile irgendwie trotzdem möglich ist und einfach was für unterschiedliche Gruppierungen eben hier auch zusammenkommen. Und das wird eben ganz klar beschnitten dadurch, dass Investoren jetzt irgendwie hier die Elbmeile irgendwie das als ihre schönste Investitionsstrecke irgendwie auserkoren haben. Ich als Tourist fände das sehr schade, würde dann halt hier nicht mehr hinkommen, würde mir nichts mehr geben. Das könnte ich halt überall sehen, ne? Naja, damit wird wohl, glaube ich, auch eine Menge eigener und alternativer Kultur und sowas verloren gehen. Und das wäre sehr, sehr schade, glaube ich. Die Situation hier in der Straße ist gerade in der Hinsicht brisant, dass hier ganz viel passiert. Also das ist einmal, es ist das Bernhard-Noch-Quartier, was hier errichtet werden soll, was irgendwie hier den gesamten Block ab unserem Hotel beginnt, bis zum Ende der Straße und auf der Erichstraße auf der anderen Seite eben auch noch betrifft. Und da sind eben viele Anwohner einfach betroffen in dem Sinne, dass die Wohnung saniert bzw. in Eigentumswohnungen umgewandelt werden sollen. Und dann für die auch nicht mehr bezahlbar oder sie gar keinen Zugang mehr irgendwie zu den Wohnungen haben und dann in andere Stadtteile umgesiedelt werden oder eben in schlechteren Wohnraum. Und das ist natürlich so, dass wir jetzt uns aktiv gemacht haben in einer Nachbarschaftsinitiative, in der wir versuchen wollen, das Projekt zu stoppen. Ich finde also, dass St. Pauli oder auch ganz Hamburg keine Firma sein soll, kein Unternehmen Hamburg, sondern dass es ein Gemeinwesen immer noch bleiben sollte und es nicht allein den Spekulanten überlassen werden soll, wie hier das Leben aussehen soll. Das muss von unten kommen. Aufschwung geht nur von unten, ist meine Meinung. Freiheit, mal erscheint sie nah, ist doch bald entfernt. Freiheit, die keiner hat, doch jeder so begehrt. Alle sind betroffen, doch kaum einer hat es gemerkt. Wach auf und stopp es heute!